Grüß euch, ich bin die Maria Krieger und wir sind heute bei mir in meiner Heimatstadt in Riedenburg. Riedenburg ist eine traumhaft schöne Stadt und besonders stolz bin ich darauf, dass wir in Riedenburg gleich zwei Brauereien haben, die Brauerei Riemhofer und das Riedenburger Brauhaus. Und was es in Riedenburg alles zu erleben gibt, das zeige ich euch jetzt. Riedenburg liegt eingebettet in die fantastische Landschaftskulisse des Altmühltals, umrahmt von markanten Jurafelsen und herrlichen Laubwäldern am Fuße der Rosenburg und der beiden Ruinen Rabenstein und Tachenstein. Diese historischen Gemäuer sind wahre Zeitzeugen der ereignisreichen Geschichte Riedenburgs. Die früheste schriftliche Erwähnung des Ortsnamens Riedenburg stammt aus dem Jahr 1112. 1329 wird Riedenburg erstmals als Stadt genannt. Das Geschlecht der Grafen von Riedenburg, aus dem auch bedeutende Minnesänger hervorgingen, herrschte hier bereits ab dem Jahr 976. Als Stammsitz errichteten sie die Rosenburg hoch über Riedenburg. Diese beheimatet heute einen Falkenhof, der die Zuschauer mit einer atemberaubenden Flugshow beeindruckt. Auf Burg Brunn, einer der besterhaltenen Ritterburgen Bayerns, ermöglicht die Ausstellung Ritter retten edle Frauen spannende Einblicke in die Zeit des Mittelalters sowie die Geschichte des berühmten Nibelungenliedes. Das malerisch gelegene Schloss Eckersberg ist nicht nur beliebte Hochzeitslocation, sondern zeigt im Hofmarktmuseum Interessantes aus vergangenen Zeiten. Faszinierendes rund um das Thema Edelsteine können Sie im Kristallmuseum bewundern. Der Erlebnisbauernhof mit Bauernhofmuseum bietet für Groß und Klein viel Wissenswertes über die Arbeit auf dem Bauernhof, ohne dabei den Spaß zu kurz kommen zu lassen. Im Archäologiepark Altmühltal unternehmen Sie auf ca. 40 Kilometer entlang 18 Stationen eine spannende Zeitreise in eine längst vergangene Welt. Freizeitspaß hoch 2 erleben Sie bei einer Fahrt mit dem Altmühlbob, einer der modernsten Sommerrodelbahnen weltweit, oder einer Abkühlung am angrenzenden Badesee St. Agatha. Ein gut ausgebautes Netz an Rad- und Wanderwegen führt Sie direkt hinein in die Natur. Beispielsweise auf zwei der beliebtesten Wege Deutschlands, dem Panorama-Wanderweg oder dem Altmühlradweg. Ob Klettern, Wandern oder Radfahren, die Schönheiten der Landschaft vom Schiff aus erleben oder ein atemberaubendes Panorama von den zahlreichen Aussichtspunkten genießen. Riedenburg bietet eine Fülle an Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Der Veranstaltungskalender in Riedenburg ist prall gefüllt und bietet wunderbare Gelegenheiten für einen Ausflug nach Riedenburg. Da wäre zum Beispiel das Mittelalterfest, dort tauchen Sie ein in längst vergangene Zeiten. Sie treffen Gaukler, Handwerker und Ritter und entdecken allerlei Kostbares und Wohlschmeckendes auf den zahlreichen Marktständen. Oder Sie schauen sich die jährlich stattfindende Sonnenwendfeier an. Hier erwartet Sie großer Lichterzauber, tolle Live-Musik, kulinarische Köstlichkeiten und ein buntes Kinderprogramm. Zünftig bayerisch können Sie Ihre Zeit im Sommer beim Riedenburger Volksfest genießen und im Herbst ratternden Motoren bei der Riedenburger Classic Oldtimer Abfahrt lauschen. Sie haben jetzt Lust auf mehr bekommen? Dann schauen Sie in der Riedenburger Touristinformation vorbei
Ob Zimmerreservierung oder nützliche Auskünfte, hier erhalten Sie alle wichtigen Tipps für den perfekten Urlaub in Riedenburg. Ich glaube, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Besucht uns im schönen Alpental in Riedenburg.